Okay. Auf geht's. Weiter? Würde ich sagen. Hier lang, schätze ich. Oh, ziemlich hoch. Oh. Ja, ja, ja. Bleib an der Mauer. Los, weiter. Mir wird schwindelig. Oh, bloß nicht runter. Ah, nein! Ach du Schreck. Mir geht's gut. Siehst du? Okay. Alles gut. Genug Kunststückchen, Kleiner. Ich will hier weg. Ja, gehen wir weiter. Wir sind da. Geschafft. Geht es dir gut, Vigo? Tut mir so leid. Das war zu riskant. Mir geht's besser. Vielen Dank, Sophia. Kein Problem. Das ist bloß mein schlimmster Albtraum. Wir sollten etwas laufen. Auf festem Boden. Es ist, ja, es ist okay. Was ist denn jetzt? Erreiche Las Madras. Hey. Gucken wir uns noch trotzdem noch mal kurz hier um, falls wir hier vielleicht irgendwas Schönes finden. Oh, all diese Blumen. Die müssen für ihre Zeremonie sein. Sieht schön aus. So, wir haben hier hohes Gras. Und vielleicht finden. Soldaten, in Deckung, schnell! Augen offen halten! Okay. Schwere Rüstung. Ando hat sie ganz schön auf Trab gehalten. Das ist zu viel des Guten für uns. Entdeckt werden ist ohnehin keine Option. Wir Wir gehen uns entweder um oder schmeißen uns von der Insel. Das ist richtig. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Also wir müssen wahrscheinlich dahin. Er sieht uns nicht. Auf dem Hauptweg ist zu viel los. Umgehen wir ihn. Vorsicht. Scheißkerle. Vermiesen die wichtigste Zeit des Jahres. Okay. Also hier sind wir schon mal safe. Also, so ein bisschen. Oh, okay, vielleicht auch nicht. Kann ich den irgendwie anderweitig... Geht das? Also, ist da, ist... also, wir wollen ja... Also, ne, wir wollen ja auch keinen töten, weil die waren ja eigentlich... freundlich zu uns. Aber warum? Ganz schön viele Wachen für eine Zeremonie. Ja. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Anno dort gewesen ist. Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert. Er war nicht immer so. Das geht nicht gut aus. Das ist gar nicht gut. Wir haben es geschafft. Oh, das war aber ganz schön knippies. Noch mehr. Aber wir looten was das Zeug hat. Das, das finde ich schon mal gut. Okay, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Hast du während deines Besuchs etwas über den Orden erfahren? Nein, nur über den Sohn, die Mutter und den Vater. Vielleicht, weil er zu alt ist. Vielleicht Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Wie es ihn überhaupt nicht interessiert? Hallo? Schläft der? Was macht der? Okay, wir gehen einfach durch hier. Das interessiert ihn wirklich ein Feucht. Wir schaffen das. Die sind bestimmt von der Zeremonie abgelenkt. Was ist das für eine Zeremonie? Gute Frage. Das sehen wir, wenn wir da sind. Okay. Also der Sneak-Modus ist auf jeden Fall aktiv. So, wir werden jetzt hier noch vorne die Kiste noch mitnehmen, wenn er hier sich wieder auf den Rückweg macht.
Mach dich doch mal auf dem Rückweg. Sehr gut. Das ist okay. Ja, ja, kapiert. Ein Sakrileg. Der Sohn braucht Ruhe, keine Waffen. Da steht ja auch noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. So, kann ich den irgendwie ablenken mit... Warte. Sophia, benutzt dein Prisma bitte. Fangen wir das Licht an. So, jetzt? Wie er es ignoriert. Was ist denn mit ihm verkehrt? Junge, ihr fackelt gleich alles ab. Lol, ist der gepanzert. Du riskierst ziemlich viel für Leute, die du kaum kennst, Sophia. Was ist das? Du weißt, das musst du nicht. Ich schulde euch was. Hä? Außerdem ist das alles einfach viel zu spannend. Verdammt, na gut, wer weiß von... Was ist passiert? Okay. Kontrollpunkt. Hey. Warum wurden wir denn jetzt entdeckt? Okay, wir probieren es nochmal. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das bleibt schnell. Rauch? Wo kommt der her? Klappt. Okay, wir lassen die Kiste einfach in Ruhe. Es ist zu tricky. Gut. Falscher Alarm. Okay, okay, okay. Alter, der ist aber auch gepanzert, der Typ. Ist gar nicht so einfach. Ja, was war denn das? Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat der Typ uns auf jeden Fall gesehen hier. Die Frage, wie... Warte, warte, warte. Schau mich um. Ich wollte, dass er geht, also nicht er. Also, ne, ich nicht. Also, nicht der Große, sondern der Kleine sollte dahin gehen. Alles gut hier. Ich fass es nicht. Okay, warte, kriege ich das jetzt nochmal hin? Ja, geh mal gucken schon jetzt. Schon wieder? Ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist. Schon wieder Fehlalarm. War ja klar. Okay. Haben wir geschafft, haben wir geschafft. Nice. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum wir trotz der Gastfreundschaft quasi jetzt hier so einen Part machen. Die waren doch alle freundlich zu uns. Du riskierst ziemlich viel für Leute, die du kaum kennst, Sophia. Du weißt, das musst du nicht. Ich schulde euch was. Außerdem ist das alles einfach viel zu spannend. Na gut, aber bleiben wir vorsichtig. So viel zu unserem Besuch. Lege die Stimme der Mutter den Sohn erreichen. Nein, nein, wir waren so nah dran. Da hinten ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt doch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir's. Wir finden einen anderen Weg, jetzt halte ich mir einen Van. Okay. Das heißt, wir versuchen jetzt denn da oben lang zu gehen? Wahrscheinlich. So, jetzt ist die Frage. Ist doch alles nicht so schön.
Mandy, er sieht es, wenn wir da hingehen? Was war das? Ja, er sieht es. Okay. Ich hoffe, wir haben einen guten Zwischenpunkt. Black War Snake, hey! Ja, es darf nur von den Auserwählten betreten werden. Nein, nein, wir waren so nah dran. Da hinten ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt doch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir's. Oh, wir könnten. Haben wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wir könnten mit dem Ding hier ablenken, aber können wir ja gar nicht. Nee, ich weiß leider nicht, was wir jetzt machen, um den Typen da abzulenken. Warte mal, kann ich. Du riskierst ziemlich viel für Leute, die du kaum kennst, Sophia. Du weißt, das musst du nicht. Ich schulde euch was. Warte mal, können wir den damit ablenken? Das ist einfach viel zu spannend. Na gut, aber bleiben wir vorsichtig. Da brennt es. Hallo. Da, rechts. Okay, warte, kriegen wir den da hin? Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Es war halt etwas Gras zu verbrennen. Hä? Hä? Wo zur Hölle kommt das? Los, es klappt immer. Ich sehe niemanden. Okay. So, er sieht uns jetzt nicht, ne? Er sieht uns nicht. Ist die Frage, wie geht's da oben weiter? Müssen wir da hinten hin oder müssen wir eher nach rechts? Hey, komm mit hoch. Okay, das war sogar ganz gut. Ungewollt ganz gut. So, hier geht's. Oder hätten wir da jetzt hingekonnt? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir hier auch durch die Tür? Wir schaffen es, Freunde. Wir sind gleich da. Wir haben es geschafft. Geil. Ja. Wie geht's dir, Hugo? So, gehen wir jetzt erstmal nach oben oder nach unten? Aber gut. Ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spüre es auch. Und ich vertraue euch. Eine Werkbank. Aber wir können immer noch nicht, weil uns fehlt halt dieses Werkzeugzeug, um Sachen zu verbessern. Da können wir nicht machen. Okay, hier könnten wir raus. Was gibt's denn noch ganz oben? Gibt's noch ganz oben noch irgendwas, was wir... Nee? Okay. Schade! Hört her! Es ist fast soweit! Versammelt euch bitte! Der Graf und die Gräfin! Wir kommen wohl rechtzeitig. Wir warten noch auf einige Nachzügler. Okay. Kommt in der Zwischenzeit ruhig näher. Sind wir die Nachtzügler? Das sind wohl wir. Was sollen wir jetzt tun? Wir überlegen uns was. Ja. Was denn? Bei den da hinten kriege ich nicht weg. Können wir hier irgendwas? Nee, können wir nicht. Das war's schon. Okay. Freunde und Kinder, heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der Sommersonnenwende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch,
Hier in den kalten Fluren, versteckt vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf. Es wird Zeit, die Flamme des Phönix. Der Phönix. Mit seiner Asche zu verarmen. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Okay. Als Mutter. Und als Vater. Lasst uns beten, bevor wir hineingehen. Kommt. Lass mich raten, wir können uns jetzt auch umziehen und so eine Maske aufsetzen und da heimlich mit zuschauen. Was denkt ihr? Gewagt, aber glaubhaft. Hey, verkleiden wir uns? Ich würde sagen, ja. Okay. Öffnet Herz und Geist, denn nun erzählen wir seine Geschichte. Damit sie nie in Vergessenheit gerät. Was sollen wir machen? Wenn wir dran sind, folgen wir ihnen und tun, was sie sagen. Sie dürfen uns nicht erkennen. Ja, los. Er hat ein bisschen Angst, weil die haben alle Kinder dabei. Ich hoffe jetzt nicht, dass es hier so ein Opferritual wird. Das Symbol des Ordens. Dieser Ort gehört also ihm? Vor langer Zeit kam in diesem Lande ein Kind zur Welt. Die werden uns nie erkennen, so sieht's aus. Die Sonne segnete sein Herz und vererbte ihm die alles beherrschende Flamme. Der Sohn des Feuers ward geboren. Was? Seine Flamme erhellte die Welt. Er segnete sie mit seinem Duft, seinem Lachen, seiner Freude. Ausgerechnet Lacuna war seine Heimat. Ein lebendiges, friedliches Land. Ein Ort der Heilung, der Entfaltung. Lacuna wurde zur Wiege des Lichts. Doch Licht zieht das Böse an. Und das Böse kennt keine Gnade. Kommt. Ein Kind auf einem Thron, in einem Ordenstempel. Das ist der Sohn der Glutasche. Nehmt neben uns Platz. Das ist alles ein bisschen fishy, muss ich sagen. Das ist der Träger der Makula. Dieses Gemälde war zu Hause in Mutters Labor. Knie bitte nieder. Natürlich. So. Das Böse fand den Sohn in eben jenen Hallen. Es zehrte von seiner Flamme, schwächte sie. Tiefschwarze Narben zeichneten seine Haut. Die Wärme seiner Mutter erlosch. So schwand sein Licht beinahe vollständig. Und aus dem Sohn des Feuers wurde der Sohn der Glutasche. Gott. Dunkle Zeiten brachen an. Er wurde vergessen, doch nicht von uns. Diese Flamme ist der letzte Funken seines Lichts. Unsere Hoffnung. Und nun werden eine Frau und ein Kind sie durch die Nacht tragen. Was? Ihr, eure Köpfe sind geneigt. Diese Demut ehrt euch. Ihr werdet seine Flamme durch die dunkelste Stunde führen. Natürlich sind wir ausgewählt worden. Was sollen wir jetzt machen? Ihr werdet in seine Fußstapfen treten, die Kälte unter der Haut spüren und in der Finsternis versinken. In der Ungewissheit. Was? Ihr werdet durch die Augen der Mutter sehen, wie der Sohn stirbt. Ihr werdet Opfer und Zeuge zugleich. Erhaltet diese Fackel unbedingt am Leben. Die Träger wurden auserwählt. Nehmt Platz. Was sollen wir tun? Wir müssen mitspielen. Gehen wir rüber. Ich will das nicht. Geht und bringt ihm das Licht. Okay. Vieles steht auf dem Spiel. Ich möchte das eigentlich nicht. Das ist so unwirklich. So kalt. Die Fresken, die Seuche, die denken, dass der Tod des Sohns sie ausgelöst hat. Sie wissen also nichts von der Makula?
Ich glaube nicht. Sie haben alles nur anders gedeutet und den Träger der Makula zu einem Gott gemacht. Amicia, das Wasser wird die Fackel löschen. Ich glaube, das gehört zum Ritual. In Abwesenheit des Lichts ertrinken. Hier ist kalt. Geschafft. Es wird gleich wieder warm. Können wir es nicht einfach wieder anzünden? Es war furchtbar. Du hast es geschafft. Ich dachte, ich ertrinke. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Nein, ich habe Angst. Geh weiter. Ich bin bei dir. Das Böse gewinnt. Jahrhunderte vergehen. Uns erwarten Hungersnot, Krieg und Pest. Müssen wir jetzt Hugo opfern? Also, ich möchte. Also, können wir da nochmal drüber reden? Ich hab Angst. Ihr seid nicht mehr allein. Der Sohn muss seine Mutter wiedersehen. Seine Glut leuchtet im Dunkeln. Ich bin die Mutter, die ihn empfängt. Übergebt sie mir. Gut gemacht. Der Sohn muss wieder aufstehen. Hör mich, Sohn. Ich bin nicht mehr leer, denn deine Flamme lodert in mir. Ich bin die Mutter. Werde zum Phönix. Komm, Sohn des Feuers. Kommt. Blast auf die Flammen. Der Phönix. Es ist der Phönix. Okay. Ja, ich sehe ihn. Es ist wahr. Auch wenn der Orden dahinter steckt. Können wir einfach gehen? Sophia, kommt. Ich habe da hinten einen Durchgang entdeckt. Jetzt oder nie? Ja, ich würde gerne gehen. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Ihr macht mal. Tschüss, tschüss. Möge die Brise. Genau. Die werden merken, dass wir weg sind. Niemals. Wir sehen alle gleich aus. Okay, wir sind weg. Zum Glück. Alles in Ordnung. Ich habe einen Phönix auf der Tür gesehen, dann den Spalt. Gut gemacht. Sie sind beschäftigt. Gehen wir. Das ist unglaublich. Sehe ich auch so. Aber das ist noch nicht das, was wir suchen. Also, glaube ich. Aber wir suchen ja auch die... Ein so einen Baum. Er lebte hier. Und ein der Sohn der Glutasche? Und wieso? Den Sohn der Glutasche gibt es nicht. Ich erzählte doch vom Orden. Dieser Ort gehört Ihnen. Und das Kind auf den Gemälden ist der Träger der Prima Macula. Die Prima Macula wird ja immer besser. Wenn sie wüsste. Die Alchemisten nennen sie das erste Übel. Hugo trug sie bereits als Baby in sich. Und sie wächst nun in ihm. Und tötet ihn. Naja. Darum geht es an diesem Ort. Die Ankunft des Trägers der Macula. Der Orden versammelt sich um ihn, studiert ihn. Sie versuchen, die Lösung zu finden. Und die Ratten... Lass mich raten. Krieg, Tod, Krankheit und Hunger. Nicht nur das. Die Ratten sind... Egal, sie liegen alle falsch. Es gibt keinen Sohn der Glutasche. Keiner kommt und rettet die Welt. Sie erfanden dies nur und fütterten damit die Hoffnungen. Hört sich für mich nach einer verrückten Fantasie an. Ein Teil davon ist wahr. Der Teil, der ihn retten wird. Der einzige, der für mich zählt. Basil und Elia.
Nichts ist anders. Das Wasser ist nicht magisch. Das Wasser. Oh, aus dem heilenden Teich in deinem Traum. Ich glaube, wir sind auch nicht an der richtigen Stelle. Wie Mutters Alchemiezeichnungen. Stehendes Wasser ist selten magisch. Hey, komm her. Das ist sein Thron. Und ich glaube, das ist sein Name. Basil? Er war ein Träger, so wie du. Du bist nicht der Einzige. Deshalb träumtest du von all dem hier. Etwas rief dich her, aus gutem Grund. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wenn es eine Heilung gibt, dann hier. Hallo, Mutti. Und wer ist Elia? Sieht so aus, als ginge es noch weiter, hier hinten. Suchen wir weiter. Aber war das nicht... Es war doch nicht in so einem Tempel, oder? Es warten sicher außergewöhnliche Dinge auf uns. Es war doch... War doch freistehend. Aber wir gucken uns erstmal hier weiter um. Mal gucken, vielleicht finden wir ja noch den richtigen Tümpel oder so. Sind wir die Ersten, die hier reinkommen? Oh, eine Höhle! Stimmt. Sieht unberührt aus. Vielleicht zu heilig für sie. Das ist ein Kinderzimmer. Okay. Hey, weißt du, wessen Zimmer das ist? Das ist Basilius Zimmer. Stell dir das mal vor. Er hat hier gelebt, hier gespielt, gesessen, wo du gerade sitzt. Ist das nicht unglaublich? Ja. Ja. Und er hat Höhlen geliebt, wie du. Du liebst Höhlen? Ich auch. Er hatte einen Phönix. Ja. Vielleicht hatte er auch den gleichen Traum. Was hat er uns noch hinterlassen? Hat er uns Loot hinterlassen? Zum Beispiel in der Kiste da? Wäre geil. Oh, was ist das hier? Guck mal, so ein hübsches Pferd. Genau deine Größe. Er war wohl so alt wie du. Ja. Das war sein Bett. Wie schön. Basilius wurde ja wie ein König behandelt. Vielleicht war er einer. König Basilius. Weiß ich jetzt nicht. Aber werden wir ja vielleicht rausfinden. Sieh an. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er geopfert wurde. Wichtige Leute? Propheten? Gibt's im Orden Propheten? Die sind böse. Ich glaube, er hat sie mit dem Ball hier abgeschossen. Kann sein. Jungs halt. Ich mag das Spiel auch. Kommt, es geht noch weiter. Okay. Na, dann lass uns doch mal weiter gucken. Wo es noch hingeht. Das Zimmer eines Kriegers. Nicht irgendein Krieger. Seht euch die Form der Rüstung an. Ja. Können wir die mitnehmen? Sie gehört einer Frau. Oh, Elia. Das ist ihr Zimmer, natürlich. Sie war seine Beschützerin. Beschützerin? Die Leibwache des Trägers. So wie ich für Hugo. Sie schien stark. Nicht schlecht. Liebe Grüße von Dave. Er ist familienfeiertechnisch unterwegs. Na dann, Grüße zurück an Dave. Können wir die Rüstung mitnehmen? Können wir diese tragen? Wäre das eine Option? Spielzeuge. Er war hier, um mit ihr zu spielen. Und sie hat mitgemacht. Sie war eine vorzügliche Ritterin. Ich hätte sie gern kennengelernt. Ja. Da gebe ich dir recht. So, hier ist ihr Bett. Hier haben wir die Rüstung. Aber warum können wir denn davon nichts so... Schwerter und Speere. Wow. Seht euch mal die Axt an. Ob die jemals benutzt wurden? Eher nicht. Der Träger sollte hier von der Welt abgeschirmt werden. Kostbare kleine Wesen. Das sind alles so Sachen, die würde ich schon mitnehmen. Seht mal, Wachstafeln. In deren Stelle? Da ist was eingeritzt. Er hat sie gezeichnet. Und hier, ein Bild von den beiden. Er hat sie geliebt. Sie haben wohl viel Zeit zusammen verbracht. Genau wie wir. Das ist so seltsam. Ja.
sehen wir uns weiter um. Also vielleicht waren die ja auch Bruder und Schwester. Who knows? Also, wäre doch möglich. Das ist verrückt. Kommt mir vor, als würde ich sie kennen. Als wäre Basil mein Freund. Ich weiß, was du meinst. Oh, sieh mal. Ha, dieser Vogel wieder. Diese Form, das ist das Ordenssymbol. Der Phönix ist der Orden. So einfach. Tut mir leid. Aber nein. Darum ist es auf ihren Gemälden über dem Sohn abgebildet. Sie dachten, sie wären etwas Besseres als er. Er war ihnen egal. Das ändert nicht, warum wir hier sind. Bringen wir das erst zu Ende, ja? Okay.